ein Besuch ist aus Gründen der Wahrung der Anonymität in der Mattisburg nicht möglich, weil das für die Eltern, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder ein sehr sensibles Thema ist und wir auch der Schweigepflicht unterliegen. In Mattisburg arbeiten momentan 10 Pädagogen und 3 Therapeuten. Die Gruppe in der Mattisburg befindet sich zwischen 4 und 12 Jahren. In der Mattisburg bekommt das Kind wird auf eine Warteliste eingetragen, da es in Deutschland momentan nur 3 Einrichtungen in dieser Form gibt. Die freien Plätze werden dem Jugendamt gemeldet und angedacht ist es eigentlich immer, dass ein Kind aus der Region Hamburg zuzieht. Es kann aber auch möglich sein, dass Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet bei uns einziehen. Mein Tagesablauf sieht so aus, ich mache das jetzt an einem Nachtdienst fest. Ich komme um 14 Uhr in den Dienst, bespreche mich mit meinem Heimleiter, mit der Hausleitung. Wir machen eine Übergabe, die sieht aus, teilt sich auf in die Befindlichkeiten der Kinder. Das heißt, wie es im Vortag so gelaufen ist, wie die Stimmung in der Gruppe ist. Und an einer anderen Stelle werden die To-Dos abgearbeitet. Bekommt das Kind eine neue Brille, muss dieses Kind zum Arzt. Wer duscht, wer hat welche Termine. Wenn wir das besprochen haben, gehen wir in die Mittagsrunde. Dann werden die Termine und die Aufgaben mit den Kindern besprochen. Der Tagesablauf wird quasi mit den Kindern besprochen gegen 15 Uhr. Dann gibt es eine Naschi-Runde. Dann geht es in die Aktivitäten, Therapiestunden, whatever. Ab 17 Uhr wird geduscht, gebadet. Um 18 Uhr gibt es die Abendrunde. Danach wird Abendbrot gegessen und dann beginnt es mit den Kleinsten schon ins Bett zu gehen. Und der Dienst endet dann gegen 21 Uhr, zieht sich dann aber noch bis 22, 23 Uhr um die Dokus oder die Tagesdinge zu erledigen, wie Haushalt, Wäsche waschen, Frühstücksvorbereitung. Ja, und die Dokumentation, wie gesagt. Im Tagdienst, also der Tagesablauf, wird begleitet von 3 Pädagogen, die in den Kernzeiten im Dienst sind. Ich bin, wie gesagt, an meiner Erklärung habe ich gesagt, dass ich der Nachtdienst bin. Begleitet werde ich von 2 Tagdiensten. Der eine Dienst endet um 20 Uhr, der andere um 21 Uhr. Und ab dann bin ich alleine in der Nacht und mache da halt die Dokumentation. Morgens stehe ich um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf, beginne die Kinder zu wecken und übergebe das an die Hauswirtschaftskraft. Die Hauswirtschaftskraft ist unten, bereitet das Frühstück mit zu und ich kümmere mich um die Hygiene, Betten, also die ganze Hauswirtschaft, die Kinder betrifft und ja, verabschiede die Kinder in die Schule, die dann von einem Fahrer in die Schule oder in den Kindergarten gebracht werden. Grenze, das fiel mir am Anfang ziemlich schwer. Ich habe aber sofort gemerkt, dass ich das kann. Ich habe gespürt, dass ich einen ganz guten Draht zu den Kindern aufbauen kann und selbst die Übertragungen, die sehr traurig stimmen, die mich mitnehmen, kann ich dann switchen und nehme eigentlich immer in meinem Feierabend die positiven Momente, die auch über den ganzen Tag stattfinden oder ersichtlich werden, diese positiven Momente nehme ich mit und ich merke einfach, wie wichtig den Kindern auch diese Beziehungsarbeit mit den Pädagogen ist und ja, was für ein
Schatz das für die Kinder birgt, dass sie merken, dass jetzt jemand für die da ist, der auch diese, selbst die schwierigen Impulsdurchbrüche aushält und das mit den Kindern gemeinsam durchsteht. Und wenn man dann abends nach Hause geht, dann freut man sich schon, dass man für das Kind da sein konnte. Finden einmal wöchentlich statt. Das ist immer am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. Eingeladen werden die Eltern, die in Vorgesprächen vorbereitet wurden, wo es auch angemessen ist, die mit den Kindern zwischenzeitlich wieder in Kontakt zu bringen. Es kommt immer auf die Hintergründe an, warum die Kinder sich in der Mattisburg aufhalten. Aber grundsätzlich ist es zwingend wichtig für den diagnostischen Prozess, dass es die Elternarbeit gibt und dass auch Besuchszeiten stattfinden, damit halt aus der pädagogischen Beobachtung auch Rückschlüsse gezogen werden können. Nach der Mattisburg wird auf Empfehlung von uns entschieden, dass die Kinder eventuell in Folgeeinrichtungen kommen. Verschiedene Settings sind da möglich, Familien-WGs, Wohngruppen, reine Wohngruppen. Es kann auch sein, dass die Kinder wieder in das Familiensystem zurückkehren, wenn zwischenzeitlich die Ressourcen der Eltern oder der Angehörigen so weit gefestigt ist, dass es möglich ist, dass die Kinder wieder in das Familiensystem zurückkehren. Ansonsten wird aufgrund der Empfehlung eine passende Einrichtung für die Kinder gesucht, wo die Kinder eventuell bis zur Verselbstständigung bleiben, beziehungsweise auch in Pflegefamilien unterkommen. Ja, da wird halt direkt auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder geschaut. Natürlich auch Verabschiedungsrituale in der Mattisburg. Die Kinder bekommen ein Fotoalbum. Hier auch wieder zur Wahrung der Anonymität, der Intimsphäre der einzelnen Kinder wird darauf geachtet, dass wirklich auch nur die Kinder selbst auf den Fotos zu erkennen sind. Die Pädagogen können auch mit erkannt werden und der Mentor nimmt natürlich einen großen Stellenwert ein. Der Mentor ist sozusagen der Bezugserzieher der Kinder während der Phase und der kümmert sich um dieses Verabschiedungsgeschenk und das Kind bekommt weiterhin noch Einsorgungsfresse von uns. Thank you.